Leipzig. Nachdem es bei Janine noch bei keinem ihrer 7 Dates gefunkt hat, sucht die 35-Jährige mal wieder nach Mr. Right in einer Dating-App. Die Herren müssen aber nicht nur sie, sondern auch ihren Freund Rocco überzeugen. Oh, a match. Oh. Gucke, siehste, der hat mich nämlich schon vorher quasi nach rechts geschoben. Ich ihn jetzt auch und dann matcht's. Und jetzt musst du ihm anschreiben? Nee, ich muss gar nicht. Ich muss sterben und Finanzamt zahlen. Ich muss gar nicht. Aber eigentlich, guck mal, ich bin ja noch so alte Schule. Eigentlich müssen die Boys kommen, ne? Das würde ich denken. Na, wir warten mal. Vielleicht schreibt er. Macht er. Und er schreibt nicht nur. Er hat sogar ein Video geschickt. Servus, Ladies and Gents. This is the only and one Mehmet. Ich bin ein abenteuerlustiger, selbstbewusster und humorvoller Typ. Ich verreise gerne. Ich koche gerne. In dem Sinne verabschiede ich mich. Ich stehe eigentlich schon generell mehr auf Ältere. Weil ich möchte mal einen Mann, der reif ist, der angekommen ist, der sich im besten Falle auch schon ausgetobt hat. Und der halt weiß, wo es hingehen soll. Erstmal geht's zu Date Nummer 27. An einem Radverleih werden sich Janine und Mehmet zum ersten Mal gegenüberstehen. Hello. Hallo. Oh, Blum. Ja, eine Kleinigkeit. Ja, thank you. Hi, hi, Janine. Mehmet, freut mich. Ich guck schon mal rein. Mach das. Also sportlich sieht er aus, ist auf jeden Fall sehr nett zuvorkommend, sehr höflich, auch sympathisch. So, danke. Bitteschön. Das hat man ja heutzutage auch sehr selten, ne? Dass dir mal ein Mann noch ein paar Blumen schenkt. Mashallah, das ist mein erster Eindruck. Das heißt so, von Gott perfekt geschaffen. Wohlgemerkt, Janine, nicht die Blumen. Ja, krass, grün. Passt ja zu meinem Anzug. Klar. Grün and blue. Ja, das hast du schön bestellt. Also der sieht auf jeden Fall schon mal sportlich aus. Der geht auf jeden Fall vor. Der fährt. So, kriegt man gut das jetzt hin hier? Du musst darauf achten, dass du nicht zu viel wackelst. Nee, nee, ich sitze sicher im Sattel. Ja? Mhm. Also willst du, dass ich die komplette Arbeit übernehme? Ja, bitte. Okay. Ein Mann, der führt. Fährt. Haben wir überhaupt genug Luft drauf? Natürlich. Ja? Ja, klar. So viel wiege ich nicht. Ich auch nicht. Das habe ich nicht behauptet. Aber das fühlt sich so ein bisschen an wie ihr Platten. Meine gehen automatisch mit. Ja, ist das ungewohnt. Sehen. Ja, das ist ungewohnt. Okay. Oh. Wow, wow, wow. So, ich muss mich ein bisschen orientieren, navigieren. Ja, also jetzt auf dem Hof, als wir gestartet sind, war es noch ein bisschen wackelig. Aber dann sind wir eigentlich ganz gut vorangekommen. Erzähl mal was Schönes über dich. Seit wann bist du Single? Ich zähle da schon nicht mehr die Tage. Mein Job halt, ne? Ist schwierig. Kommen die damit nicht klar, oder wie? Ja, viele nicht. Warum bist du denn nicht? Naja, man steht ja in der Öffentlichkeit. Man ist viel unterwegs, man wird viel von Männern umgarnt. Ja, da kommen schon viele nicht mehr. Oh, jetzt ist auch noch die Schranke unten. Ist doch toll. Bleibt mehr Zeit fürs Date. Aber bist du denn meine treue Seele? Ich bin treuer, als du denkst, hör mal. Ja, aber viele haben es heutzutage nicht mit Treue, außer Treuepunkte bei Rewe. Ja, oder bei Payback. Da sind sich die beiden schon mal einig. Die Promi-Dame ist weniger Diva, als Mehmet befürchtet hat. Vom Aussehen her wirkt sie püppchenähnlich, aber wenn man sich dann direkt mit ihr unterhält, dann ist sie eine herzensliebe Frau. Also sie ist nicht arrogant oder wirkt so. Ganz im Gegenteil. Wenn ich halt Männer kennenlerne, dann haben die es halt meistens nicht so mit Treue. Ach so. Ja, da wird man noch nach links und rechts geguckt. Ja, aber ist das nicht genetische Veranlagung bei Männern, dass sie links und rechts schauen? Also gucken kann man ja, ne? Das machen wir Frauen ja auch, aber da bleib ich wirklich lieber alleine. Es sei denn, du findest jemanden, der eben in diesem Job unterwegs ist, oder? Nee, also gerade die, die in der Öffentlichkeit stehen, die Männer, die nutzen das ja natürlich auch, dass die ganzen Weiber auf die fliegen. Ach so, die Aktion also. Verstehe. Ja, ich brauch so einen normalen Bauarbeiter oder sowas. Ja, ich bin der Richtige dafür. Und das war endlich mal auch jemand, mit dem man sich ein bisschen unterhalten kann, dem man nicht alles aus der Nase ziehen muss. Der hat da auch viel gefragt. Was magst du denn am liebsten? Thai. Rotes Curry. Thai? Ja, Thai. So Teig habe ich verstanden. Teig? Nee. Doch, Keksteig. Okay. Ja. Und was ist so dein Männergeschmack? Also wenn ich mir backen würde, groß, dunkle Haare,
So 3 Tage Bart. Aber so. Aber du sprichst ja von mir. Ja, der ist schon witzig so. Also der ist auch sympathisch. Und es kommt noch besser. Hat er da Hunde in seinem Hänger? Ja. Hast du einen Hund? Ja, 2. Echt? Was denn? Solche kleinen Pomeranien. Diese, nicht dein Ernst, ey. Diese. Nicht dein Ernst. Hast du auch welche? Ich hab einen Pomeranian. Ach, Quatsch. Echt jetzt? Welche Farbe? Weiß. Ach. Ja. Ja, das ist ein großer Zufall. Also man hätte ja auch nie gedacht, dass so ein Mann eine Pomeranian hat. Ich meine, das sind ja so kleine Fellknäule. Ja. Und ja, das sind halt wie unsere Kinder. Die sind so zuckersüß. Ach ja, die lieben Hundchen. Boah, wo ich die das erste Mal gesehen habe, oh, ich dachte mir, oh mein Gott, wie krass süß ist das. Beim Thema Hund sind dann die Gletscher sofort geschmolzen. Bei Mini-Hunden wird Mehmet also warm ums Herz. Das Gefühl hätte aber eigentlich Janine auslösen sollen. So, und wie war es auf meinem IMG? Ja, nice is great. Auf jeden Fall. Und das war's jetzt mit dem Date oder kommt noch was? Wirft noch einer ein Stöckchen? Ja, dann war witzig. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Ja, viel Spaß noch. Und dir auch. Komm gut an. Du auch. Ja, vielleicht auf ein baldiges Wiedersehen. Mal gucken, mal gucken. Wir machen ein Familientreff mit den Pomeranians. Wenn Janine ihn auch so süß findet. Der ist schon ganz nett, sympathisch, aber es wäre trotzdem nicht so. Das ist mein Mann. Wie ich es immer wieder sage, das ist wie gehst du in den Schuhladen, du siehst Schuhe, die sind geil, die muss ich haben. Und so ist das auch mit den Männern. Du siehst jemand und gleich macht so Peng. Und da weiß ich, den muss ich haben. Das Peng war noch nicht so da. Nachdem aus der Tandemfahrt nichts wurde, versucht Janine ihr Glück im Leipziger Nachtleben. Ich gehe jetzt in eine Karaoke-Bar und guck mal, was da so geht. Wenn sich ein Boy anbietet, dann können wir mal einen Song singen. Ich bin gespannt, ob ich in Recall komme. Den Recall muss man erst mal hören können. Hier wird es auf jeden Fall schwierig, sich süße Worte ins Ohr zu flüstern. Als ich reingekommen bin, da hatte ich kurz gedacht, ich habe Tinnitus. Aber dann war es die Dame auf der Bühne. Es klang auch ein bisschen krumm und schief, aber gut. Ja. Jetzt muss Janine nur jemanden finden, dem sie ein Liebeslied singen kann. Ja, leider waren hier gar nicht so viele Männer am Start, wie es vielleicht mir erhofft hatte. Und dann stand da so ein Ninja Warrior und da dachte ich mir, Mensch, der hat bestimmt Talent zum Singen. Singst du eine Runde mit mir? Nee, ich auch nicht. Darf ich singen? Ich singe. Ja, was machst du denn hier noch? Komm, du kriegst auch Wick Hustenbonbon. Nee, danke, danke. Alles gut. Baby, that